Mach dich klein, Marius, falls sie jetzt kommen. Das war schon das Geräusch. Außengang? Bitte mach dich klein. Ja, genau. Tür zu und jetzt kannst du rein. Jetzt. Mach dich klein. Ja, ich hock mich hier drinnen hin. Die habe ich mich letztens auch versteckt mit Josi. Jetzt müsst ihr... Aber nicht, es ist aber nicht viel Blut, ne? Müsst alle ganz leise sein. Ich höre nur eine Eule. Ich esse erstmal was. Das gilt als Aktivität. Hör auf damit. Lauter Schmatzen. Oh, ist richtig kalt bei mir jetzt, ey. Ich kann bloß 43 Pfeile fertigen. Na Mensch. Ich hab 88. Oh Marius, ich kann dir beim Schmatzen echt nicht zuhören. Pack dir hier die übelsten Leckereien aus. Ich hab sogar 6 Stahlpfeile. Nice. Nehm ich. So, das Sweatshirt hier. Dieser kurze Schrotflintenschaft, damit kann ich die übelste Shotgun basteln. Hm, da es nicht die Nacht der Nächte ist, können wir uns auch wieder normal verhalten, oder? Ja. Hier ist nämlich kein Schwein zu sehen. Jetzt habe ich die Jacke zerlegt, die 228 hatte. Wollte das jemand? Ja. Ich habe aber noch ein 256er Hemd. Möchte das jemand? Ja. Mein Mantel hat nur 64. Nee, ich rede nicht von Mantel. Wo ist es hin? Habe ich schon genommen. Gierigere Finger. Das ist wirklich nicht die Nacht der Nächte, ne? Nee, ist es nicht. Josi wird sich noch ein Bein brechen. Nicht so schlimm, wir haben Schienen. Ihr macht echt nichts zu, oder? Der Letzte macht die Tür zu. Das Problem ist, sobald du als Erster die Tür aufmachst, rennen die anderen durch, während du da stehst. Den kleinen Rücken. So, was wollte ich denn... Ich habe hier noch einen 35er Bergarbeiterhelm, wenn den jemand möchte. Nee, sieht scheiße aus. Ach, Flintenmunition, das ist doch wieder keine Shotgun, oder? Mal gucken, ja. Die mit allen Schrotflinten benutzt werden kann. Gib den Waffenschrank frei. Nö. Warum gibt's eine 412er Einkaufskorb? Ach du Scheiße. Ich hätte übrigens dann gerne so M1 Garantmäßig was dran. Ja. Nicht. Nur das. Wenn's nur das ist, alles klar. Habt ihr noch leere Glaskrüge? Oh. Ich hab noch 4. 26, da fehlen noch eine ganze Menge. Ich hab noch 4, warte. Oder gehen die, wenn man Eier kocht, kaputt? Nee, ich hab keine Ahnung. Wir hatten 60. Achso, das kann sein, wenn man Eier kocht, ja. Durchaus. Also, dann werden wir die ab jetzt nicht mehr entsorgen. Da. Ihr seid auch hier gerade. Ist das klar? Habt ihr mich verstanden? So, ich versuche jetzt mal die abgesägte Shotgun zu craften. Es fehlt nur noch der. 181, naja. Kann man die nachhinein austauschen? Keine Ahnung. Sag du's mir. Ja, kann man. Das ist ja Seis. Das ist ja Seis. Das ist ja
cool gemacht. Ich habe die erste funktionierende Schrotflinte gebaut. Warte mal, vielleicht kann ich die Teile noch ersetzen. Juhu. Schade, dass es nicht aus dem Ding ins Haus geht. Aus dem Schrank direkt. Das nehmen wir noch und das nehmen wir noch. Hier ist ja nichts los. Habt ihr eigentlich den Westen, Südwesten dieser Insel hier quasi schon erkundet? Südwesten. Ja, also quasi da, wo wir am Wasser waren, Josi, nur nach Westen gehen. Nö. Also quasi hinter der Schneegrenze. Nö. Da würde ich gerne mal hin. Nö. Ja. Nö, nö, nö. Nee. Nee, nee. Jagdgewehr, Jagdgewehr, Pistolenteile. Bin übrigens draußen, ja, ist langweilig. Oh, was Härteres, was Besseres. Muss 5 Hirsche töten, laut meiner Herausforderung da. Wo kann man die nachlesen? Ich habe auch eine angenommen, bei Quests. Und da O? Ja, bei Quests. Ich habe immer noch die 8 Eier in der Tasche. Die könnt ihr euch ja dann mal irgendwie mal geben. Wo bist du? Am Südwesten von unserer Festung direkt draußen. Ich habe 22 Wasser eingesteckt. Warum habe ich das getan? Gute Frage. Dann weiß ich wenigstens, wo sie alle hingekommen sind. Sind wir vorbeigelaufen übrigens. Was? Sind wir vorbei. Hinter dir, ja? Also. Ja, ich weiß, ich hab die schon gesehen. So, hab ich jetzt hier eigentlich mal alles... Da habe ich jetzt Schnecke direkt. Oh, oh, es ist ganz schön dunkel. Ich habe Scammer auf 160 hochgeschoben mittlerweile. Also ist bei dir niemals dunkel. Richtig. Ich habe es hauptsächlich gemacht, damit wir in so einem Lager überhaupt was sehen nachts. Ja. Einfach die Gamma hochziehen, Leute. Das hilft. Ich habe noch Pfeilspitzen aus Eisen gefunden. Brauchen wir die für irgendwas? Einfach mitnehmen. Kannst du bessere Pfeile mitmachen dann. Wenn man mal auf Zombies trifft, dann sind die nachts ziemlich schnell. Könnte man so sagen, ne? Mhm. Kommt zur Festung. Ich bin aber schneller als die. Na, gucken, wie lange. Ich koch mal ein bisschen vor mich hin. Ach komm schon, bleib stehen. So, und jetzt weiter zertrümmern, ja? Genau, und du haust jetzt einfach noch weiter drauf hauen. Weiter. Und jetzt guck mal in deinem Inventar nach. Knochen. Und verrottetes Fleisch und Tierfett. Ist da? Verrottetes Fleisch lasse ich länger hier. Pretty nice. Ich hau mich mal richtig voll wie im wahren Leben. Das
57 und 60, das sieht doch schon gut aus. Ich hab noch. Da liegen noch Eier im Grill. Da sage ich nicht nein. Und jetzt hau ich mir noch so ein ekelhaftes Fleisch rein. Kann ich jetzt hier vielleicht auch mal ran? 83 und 85, das sieht doch gut aus. Ach, das ist der Sonnenaufgang, ne? Ja. Apropos Sonnenaufgang. Ich werde langsam müde. Es ist 2 Uhr, ja, wir sollten vielleicht mal Schluss machen. Was? Ich habe hier noch 3 Glaskrüge. Graskrüge vor allem. Fuck, hinter mir. Ja, gelähmt und dann hat's auf mich eingeprügelt. Beide haben auf mich eingeprügelt. Und dann hole ich mir mal mein Pack schon wieder und dann. Wo bist du gestorben? Ungefähr da, wo wir vorher waren gerade. Nicht weit gelaufen. Ich würde gerne meinen Shotgun ausprobieren. Everybody jumps. Shotgun. Wieder einen Rucksack neu ins Liegen. Okay, ich sehe die. Ein brennender Zombie? WTF? Die sind rennen weg, halt Abstand. Die sind ja, richtig. Ich bin oben auf der Festung, aber. Nee, versteh mich mal richtig. Das ist deine Leiche, die hier gerade durch die Lande zieht. Geil. Du wirst praktisch an den Füßen durch die Karte gezogen und brennst dabei. Wo, Josi? Ich seh's nicht. Wo bist du? Warte, ich komme. Jetzt verschwindet's gerade am Horizont. Beute. Ist das verrückt. Crazy shit. Jetzt kommt sie wieder auf uns zu. Guck mal. Siehst du den Punkt, der hier auf uns zukommt? Der am Boden schleift? Jetzt an der Kreuzung. Bei mir schleift. Kann dir helfen, die Bitch loszuwerden? Ich hab nix. Oder nee. Der Zombie rennt praktisch hinter Marios Körper hinterher. Siehst du das? Könnt ihr die abschießen? Ich versuche die ganze Zeit den Zombie zu töten. Oh, es ist hell. Nee, habe ich nicht gesehen. Der Körper rennt dort, jetzt ist er liegen geblieben. Jetzt rennt er wieder los. Ist das geil. Ich sehe es nicht mal. Was für ein super Bug. Den Weg, den die Uschi gerannt ist, die ist immer so 1,5 Meter hinter Marios Leiche hinterher gerannt. Cool. Und jetzt verschwindet dein Körper gerade am Horizont. Hoffentlich mit dem Loot drinne. Oh, ich kann nicht springen, das ist ja auch geil. Wieso denn das? Wahrscheinlich deine Leertaste, oder? Nee, ich habe eine neue Tastatur. Aber ich kann auch nie rennen gerade. Irgendwas stimmt gerade nie. Alter, das ist, was zur Hölle ist das? Alles leuchtet blau, die Sonne ist richtig evil. Bei mir. Das ist Grafikbug oder ein richtig krasser Morgen? Hört ihr mich gerade doppelt? Hört ihr mich gerade doppelt? Ja. Drückt mal V. Drückt mal V. Ist ein bisschen Delay drin, ja. Ordentlich Delay. Ja, leider funktioniert bei mir gerade nichts mehr, deswegen. Oh, jetzt kann ich wieder springen. Wir hören ja eh auf, oder? Ja. Kann ich einfach so speichern und bin dann wieder da, wo ich jetzt aufgehört habe? Wie es einfach schneit? Du musst gar nicht speichern. Du gehst einfach raus. Und das Spiel merkt sich dann echt, wo ich war und was ich alles hatte. Ja. Ja, verrückt. Solange der Server nicht irgendwie crasht. Aber. Das wäre natürlich ganz toll. Aber dann ist der Safe Game von vor 15 Minuten. Also. Selbst das Wurstkäse ist jetzt nicht so schlimm. 8 Stunden Spielzeit, sagt er mir. Also ich habe heute 6 Stunden gespielt. Jo, kommt ungefähr hin. 6,5. Ach du Scheiße. Oh, das ist ein schönes Gefühl. Dabei 11 Errungenschaften freigeschaltet.
Das Feuer wärmt mich. Ich habe 10 Punkte. Warum kann ich es nicht kaufen? Was? Warum kann man das nicht upgraden? Was denn? Ich wollte der Überlebende nochmal upgraden. Kostet 10 Punkte, geht aber nicht. Ach, man muss Level 10 sein. Alles klar. Ich sag mal so, man sieht bei Steam auf jeden Fall, wer viele Spiele gekauft hat und wer nicht, ne? Wieso wegen dem Level? Ja. Das hat damit recht wenig zu tun. Okay. Das kriegst du nur bei den Steam Sales. Das heißt also, wer in den Steam Sales viele Spiele gekauft hat, hat ein hohes Level. Haben wir jetzt übrigens das Ding platziert, was wir platzieren wollten? Nee, wa? Was wollten wir platzieren? Dass es unser ist. So, kann ich noch machen, bin ja noch drin. Ah, ich dachte. Nö, ich bin hier noch weit verbreitet, vertreten, nicht verbreitet. Gott, bin ich jetzt im Eimer. Wie soll ich, wir gehen hier schuschrecks. Keine Widerrede, habe ich gesagt. Irgendwas so. Nahrungsaufbewahrungsbox. Sehr, sehr groß. Eine sehr große abschließbare Kiste mit einem praktischen Symbol auf der Seite. Zum Verschließen oder Kombination eingeben. Aktiviert gedrückt halten. 10 Nägel. Haben wir gar nicht so viel. Ich kann den Block hier nicht setzen. Ich höre schon. Scheinbar hat in der Nähe schon jemand sowas gesetzt. Ach, passiert schon nichts. Ach, und wenn es auch nicht so schlimm, dann sucht man was anderes. Ja. Ist aber trotzdem komisch, dass es nicht geht. Ein Gebietsschutzblock kann platziert werden, um der Umgebung zusätzlichen Schutz vor anderen Spielern im PvP zu verleihen. Mhm. Was mich ehrlich gesagt irritiert hat, ist, dass das Spiel schon so lange gibt. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie neu. Ist schon ganz lange halt im Alpha sozusagen, aber. Wie Forest halt. Ja. Die finanzieren sich jetzt halt darüber und dadurch. Warum kann ich hier keine Tür bauen? Was ist das? Meinst du hier? Ja, das habe ich auch schon versucht, deswegen. Oh, cool. Ja, von der anderen Seite ging's. Hier geht's wahrscheinlich nicht, oder? Mal auf. Ich hatte auch von der anderen Seite probiert. Also. Hier geht's nicht. Warum? Game? Warum? Da kann ich sie hinstellen. Ach man. Ich kann mal das abbrechen. Mit Linksklick kann man die Türen rotieren. Ha! Hilft uns hier am Zaun aber nicht. Ne, nicht wirklich. Wie kann man es abbrechen? Mit Q droppst du sie? Hab einfach den Bogen in die Hand genommen. Ja, das geht. Du siehst richtig feminin aus. Was hast du denn für eine Weste an, Alter? Das ist ein Stoffbrustpanzer. Ich zieh ihn aber. Nicht besser aus. Wir können ja noch den Tee aus dem Feuer nehmen, falls hier wirklich einer auftaucht. Und, ja, die, und die Eier. Ändert doch nichts, unsere ganzen wertvollen Sachen liegen hinten drin. Stimmt, der Schrank. Habt ihr euch alle eure Waffe rausgenommen? Wahrscheinlich nicht.
Nein. Wo kann man das Ding überhaupt craften? Was du da hattest, dieses Markierding. Das hat man im Spielbeginn gekriegt. Ah ja, ich bin ja gestorben, daher werde ich es nicht haben. Alles klar. Vielleicht kannst du es auch nicht platzieren, weil ich noch in der Nähe bin. Also vielleicht. Das ist nicht ausschließen. Ja. Siehst du das Licht, Neva? Nee. Schade. Warte mal, ich gucke aber auch gar nicht. Ich gucke aber auch gar nicht. Nice Scheiße, die. Unten drunter die anmontierte Taschenlampe ist genauso groß wie die Pistole, Mann. Das ist aber auch richtig praktisch, muss ich sagen. Donnerbüchsenmunition. Was denn hier alles gibt. Ich könnte noch eine Schrotflinte bauen. Mit langem Lauf. Oder? Dann man kann jetzt nicht zu einer normalen Schrift. Dann versuche ich nochmal den Block und dann. Jo. Ich wundere mich nur gerade, warum ich die lange Schrotflinte nicht zusammensetzen kann. Geh raus.